So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind, glaube ich, schon in Teil Nummer 11. Und was habe ich hier gemacht? Hier habe ich ein paar Konstruktoren gebaut, weil wir haben ja jetzt die Möglichkeit, aus unserer Kohle haben wir jetzt die Stahlbahn gemacht. Und die Stahlbahn können jetzt Stahlträger produzieren. Die machen wir hier. So, können wir hier gleich mal wieder ein bisschen was reinschmeißen. Und hier habe ich nochmal einen Konstruktor, der macht auch Stahlbahn. Diese Stahlrohre. Und diese Stahlrohre sind wichtig, weil wir schauen uns mal unseren weiteren Weg an. So, ich würde gerne hier die MK2 Dinge hier bekommen. Konstruktor, Miner und Strom. Und das sind 100 Megawatt dann für eine Stunde. So, dazu brauchen wir aber Draht, modulare Rahmen, die haben wir auch. Und dann brauchen wir hier 100 Stahlrohre und diese Stahlbetonträger. So, diese Stahlbetonträger haben wir noch nicht, weil die werden erst hier erforscht. Heißt sozusagen, wir müssen erst das erforschen. Das heißt sozusagen, wir brauchen 200 von diesen Stahlrohren. Dann brauchen wir 200 von den Rotoren. Dann brauchen wir 1500 Draht und 300 Beton. Also holen wir uns jetzt mal den Draht ab. Und dann müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich... Wo haben wir den Draht? Da haben wir den Draht. So schnell wie möglich... reichen uns die? 900? Na, die werden uns... Hätten wir vorher gerechnet, ums Arschlecken nicht reichen, genau. Wir brauchen diese... Rotoren, das heißt, wir brauchen Eisenstangen und wir brauchen Schrauben. Die Schrauben sind aber nicht genug. Aber wir haben hier, definitiv genug. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Definitiv genug Schrauben. So, wir nehmen ein paar mit und schmeißen die hier mal rein. So, dann kann der wieder loslegen. Eisenstangen holen wir uns gleich. Der produziert jetzt aber hier schnell. Und die modularen Rahmen würde ich jetzt mal lassen. Ich würde ihn ganz ehrlich gesagt auch. Rotoren prüfen lassen. Und was ich jetzt habe, was ich jetzt gerade gesehen habe, ich kann jetzt hier die Taktrate erhöhen, wenn ich so ein Energiefragment habe. Wie lange das hält, keine Ahnung. Aber ich kann wohl übertakten, aber ich habe aktuell kein Fragment. So, wir müssen aber genug gequatscht, wir müssen Eisenrohre holen. So, hier rein. Liegen ein paar drin. Nehmen wir mal hier so 800 Stück raus. Die sollten jetzt fürs Erste erstmal reichen. Und dann schmeißen wir hier ein paar rein. Schmeißen wir hier noch ein paar Schrauben rein. So, dann läuft der hier durch. Und hier haben wir den nächsten. So, hier. Rein mit den Stangen, rein mit den Schrauben. Und dann könnten wir mal schauen, ob wir so einen Wurm haben. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Für den Modulator. So. Für diese Energiezelle. Aber hier produziert ja fleißig. Also es wird jetzt nicht so lange dauern, bis wir hier die 200 zusammen haben. So, ich weiß jetzt auch nicht. Ich bin der Meinung gewesen, wir haben schon welche produziert gehabt. Aber die werden wir wohl nirgendwo rein haben, weil wir die für irgendwas... gebraucht haben, weil wir haben in keiner Kiste
Hier wird es auch nicht drin sein. Ne, hier haben wir ein bisschen Kohle drin. Aber die brauchen wir aktuell nicht. So. Dann schauen wir hier nochmal rein. So, wir brauchen Barren. Barren. Und hier wird auch mal aufbauen. Bevor wir jetzt dahinter laufen, könnten wir mal schauen, ob... Ah, hier müssen wir natürlich die Kohle hier mitnehmen, die hier jetzt gerade drin liegt. So, nehmen wir jetzt schnell mit. Und schauen wir mal, ob wir die im Hub hier drin schnell produzieren können. So, schauen wir schnell. Hala, hala, hala. Ah, wir könnten, ja, wenn wir das hätten, könnten wir machen. Rotoren. Nee, ich will keine Rotoren produzieren. Ich wollte Stahlbahnen produzieren, genau. Und das können wir aktuell machen. Produzieren wir hier ein paar. Aber das dauert doch relativ lang. Das verkneifen wir uns. Wir springen mal schnell dahinter. So. Und schauen. Mal kurz hier hinter zu unserer Produktion. Es leuchtet nur grün, also Strom haben wir noch. Aber hier läuft irgendwas nicht, wie es laufen soll, weil er keine Kohle hat. Und warum hat er keine Kohle? Weil die Kohle aus ist, oder wie? So, wo hatten wir die Kohle her? Die Kohle war da hinten, gell? So, haben wir die Kohle dabei. Wir haben die Kohle ja dabei. So, dann können wir den jetzt hier erstmal weiter produzieren lassen. Boah, der hat jetzt hier einiges an... so viel brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen hier mal schnell... ja, wir könnten eigentlich hier mal voll machen und dann bauen wir oben in... so, wir müssen nach E fliegen, dann können wir jetzt schnell mal fliegen. Wir müssen nachher schnell die... so, nehmen wir jeweils 100 raus und füttern es einmal hier rein. Er produziert weiter und einmal hier rein. So, jetzt passen wir auf, was brauchen wir hier noch? Hier läuft noch alles. Schütten wir aber hier mal zu und dann holen wir uns noch ein paar von denen hier. Und schauen wir, wie es hier weitergeht. Ah, das wollte man nicht. So, hier einmal rein. Und hier einmal rein. So, wir holen die Rotoren schnell raus. 15, 18. Wir brauchen 112. So, hier wird alles reinproduziert. Hier haben wir jetzt die Stahlbahn. Die haben wir jetzt hier rein. Hier haben wir die Stahlrohre. Da brauchen wir auch noch 50. Diesen Stahlträger, keine Ahnung, die produziere ich jetzt aktuell einfach. Ich denke aber, dass wir die Produktion dann später da hinten hin auslagern werden. Aber wir fliegen jetzt mal schnell zum Kohle. Fly fast und dann fliegen wir mal dahinter und schauen, wie es der Kohleproduktion geht. Oh, langsam, langsam, langsam. So. Hallo, hallo. So, hier einmal. Hier ist alles voll. Das nehmen wir jetzt mal mit, soweit wir es möglich haben. Und wie geht's? Ja, Treibstoff reicht hier. Vollkommen. Könnten eigentlich hier noch mal einen zweiten Container aufstellen, der in der Flucht hier steht. So, es ist so. Und dann hier mit Förderband einmal. Dann haben wir nämlich hier zwei, weil sobald, jetzt kann hier der volllaufen und
der hier dann dementsprechend sich leeren. So, wo ist unser Hub? Unser Hub ist hier hinten. So, dann klatsch mal die Kohle, die wir hier jetzt haben. Ah, das ist fast, ist nicht wirklich ideal. So, er produziert hier jetzt weiter. So, ein bisschen sortieren. So, zack. Und wir nehmen das mal hier und setzen die weiter hier rein. So. Und dann gehen wir hier nach unten und beenden wir unseren Flug. Dann ist nämlich alles wieder ein bisschen übersichtlicher. Und so, was haben wir hier? Okay, Stallbahn wieder aus. Und hier auch gleich die Stallbahn aus. So, Stallrohre 98. Wir brauchen 50. Dann belassen wir das jetzt. Oder holen wir noch mal einen Schub dazu. So, noch mal zweimal voll machen. Und dann schieben wir die in die Produktionen hier noch mal schnell rein. So, einmal hier 100 und einmal hier 100. So, dann schauen wir, was hier aktuell passiert. Wir haben keine Schrauben, die haben wir jetzt aber hier. 14, was sind wir hier vorne? Produziert fleißig. 15, was haben wir? So, wir füllen mal schnell ab. So, das heißt, ja genau, den Draht müssen wir noch holen. Wir haben hier, okay, wir brauchen genau noch 50 Rotoren und die Stahlrohre haben wir. Das heißt, wir holen jetzt noch schnell den Draht und dann produzieren wir noch mal schnell die Rotoren. Jetzt wäre es mir beinahe nicht mehr eingefallen. So. So, dann haben wir hier Schrauben rein. Hier haben wir die restlichen Stangen rein. Dann kann der hier auch produzieren. So. Wir wollten den Draht holen. Wir holen jetzt mal hier. Wie viel brauchen wir noch? 123. Das sollte reichen. Wenn wir richtig gerechnet haben. Dann schmeißen wir den hier schon mal rein. So, dann haben wir wirklich hier nur noch 50 Rotoren. Und dann können wir natürlich schauen, was brauchen wir hier. Hier brauchen wir nochmal 1500 Draht. Dann brauchen wir modulare Rahmen 100. Dann brauchen wir 100 Stahlrohre. Und dann brauchen wir die Stahlbetonträger. Aber die kriegen wir natürlich jetzt hier erst raus. Somit wissen wir noch gar nicht, erzeugt mechanischen Strom, okay. Ich bin gespannt, was da alles noch kommt. Wir sind Level 4 oder nicht mal Level 4. So. Füllen hier mal weiterhin auf. Und holen die Rotoren raus. 50 Stück an der Zahl, haben wir gesagt, brauchen wir noch. So, hier die Schrauben rein. Und dann lassen wir das laufen. Und was haben wir hier gesagt? Ne, den brauchen wir nicht. Die Stahlträger würde ich jetzt mal aussetzen. Ich würde hier wirklich Stahlrohre produzieren. Und so wie hier auch. Weil wir brauchen ja für die nächste Konstruktion auch wieder Stahlrohre. Oder für die nächste Entwicklung. Somit würde ich hier jetzt gerne das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich nehme jetzt hier mal 4, ja, nehmen wir 6 Stück mit, die reichen. Ich muss später echt schauen, ob ich die vielleicht nicht auch anhebe, um da besser unten durchzukommen immer und nicht oben drüber springen zu müssen.
So, einmal läuft und zweimal läuft. Und dann produzieren wir hier in doppelter Ausführung Stahlrohre. Weil, wie gesagt, die brauchen wir ja auch. Und hier immer fleißig auffüllen. Motoren, wir brauchen 50 Stück. Immer noch. Und haben jetzt... Wie viel? 28, das heißt 12 Stück. Die kriegen wir jetzt auch noch hin in der Welt. Und dann schauen wir mal kurz hier hinter. Analyse abgeschlossen. Alternative Holzkohle. Aus Holz im Konstruktor können wir Kohle machen. Aus Holz, das ist ja interessant. Aber Holz ist jetzt nicht wirklich alternativ bedampftes Kupferblech. Okay. Aus Wasser, okay. Wasser, mit Wasser haben wir uns noch gar nicht beschäftigt. Müssen wir uns dem echt mal anschließen. Eisenplatten und Schrauben. Okay, was ist jetzt? Jetzt wäre es mal interessant. Okay, bestätigen wir mal. Ach, ich kann mir nur eins aussuchen. Wähle die gewünschte Belohnung. Ah, okay. Das finde ich Blödsinn. Ich würde echt das hier nehmen. Und würde das bestätigen. Und nun würde ich verstärkte Eisenplatten und sage hier, wir machen aus 6 Stück und 12 Stück. Alternatives Rezept macht ja gar nicht Sinn, weil das sind 3 Stück, das heißt sozusagen 12, 24, 36, also ich verbrauche mehr Schrauben wie bei dem normalen Rezept, aber ich habe eine viel höhere Produktionsrate, oder täuscht das? 15 pro Minute und das sind 5 pro Minute. Wir schauen es uns mal an, ob wir es hier hinten mit unserer Konstruktion, die wir hier haben, ob wir es damit hinkriegen. Ja, theoretisch müssten wir hier das auch schaffen und müssen sagen, okay, Eisenplatten und Schrauben und dann kann er pro, produziert er 3 Platten sozusagen. So. Und dann wieder zapp, 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 zapp. Dann müssen wir mal schauen, ob das ausreicht oder ob wir irgendwann leer laufen. Das werden wir dann mal sehen. So, hier Eisenbahn haben wir schon wieder nichts mehr. Stahlrohre holen wir mal raus. Hier haben wir auch nichts mehr drin. Stahlrohre holen wir auch mal raus. Und da wollten wir nicht rein. Wir wollten hier reinschauen. Das heißt 4 Rotoren. So, zack, zack. Nun haben wir keine Eisenstangen mehr für hier. Aber es läuft noch. Wir haben jetzt 57. Das reicht uns. Wir gehen jetzt hier hinein und sagen, bitte einmal auf den roten Button. Milestone reached. Logistics can be improved with a larger storage container, enhanced conveyor belt efficiency, as well as the ability to store excess power for later use. So, das heißt, wir haben jetzt verbesserte Miner, um die Abbaurate zu verdoppeln. Further progress to the next phase is now possible. So. Ich würde aber jetzt gerne dann hier gleich das hier
machen, geht aber noch nicht, weil er seit 10 Minuten, nach 10 Minuten unterwegs ist. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Neues haben. Hier drin sehe ich jetzt erstmal. Ah, hier den Stahlbeton. Und den machen wir. Ah, super. Aus Beton und aus Stahlträgern. Das heißt, die produzieren wir jetzt mal. Und wie viel brauchen wir? 50 Stück. Das heißt, wir brauchen noch einiges an Stahlträgern. Den Betonhammer. Das sollte nicht das Problem sein. War das nicht ein normaler modularer Rahmen? Und hier gibt es einen schweren modularen Rahmen. Ah, den können wir jetzt durch den Stahlbeton können wir den jetzt herstellen. So, also wir müssen wieder zurück zu unserer Production hier hinten und müssen dem einen hier sagen, bitte stell keine Stahlrohre her, sondern stell wieder Stahlträger her, weil wir brauchen Stahlträger. So, er produziert hier weiter Rohre. So, die werden wir jetzt auch brauchen. Dann holen wir uns jetzt hier 100 mal die modularen Rahmen. Dann haben wir 100 von denen dabei. Die 50 müssen wir produzieren. Und 1500 Draht sollte auch kein Problem sein. So, haben wir da. Und das Einzige, was wir jetzt noch benötigen, ist den Stahlbeton. Und jetzt schauen wir hier mal rein, ob wir hier irgendwas Neues haben. Ah, hier haben wir schon einen MK2-Miner. Der verbraucht über das Doppelte an Strom, fördert aber natürlich das Doppelte an Sachen raus. Wobei ich es beim Miner eigentlich gar nicht brauche. Ich würde es eher so im Konstruktor oder im Fabrikator würde ich es mehr feiern aktuell, weil den Miner ich produziere oder ich meine eigentlich eh schon aktuell so viel, dass ich 75 produziert der. Okay, haben wir hier irgendwas? Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Transport auch nichts, Fundamente auch nichts. Auch nichts, auch nichts, auch nichts. Gut. Gut. 6 Minuten ist er noch unterwegs. Wir haben gesagt, wir müssen hier noch. Wo ist es? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Stahlbetonträger herstellen. Dafür brauchen wir Beng-Tong. Beng-Tong, den haben wir. Den haben wir. Oh, das wollte ich nicht. Den haben wir hier. Da holen wir uns mal 500 raus. Und schauen wir mal, wie es hier mit dem Stahlträger läuft. 4 Stück pro Stahlträger ist natürlich Wahnsinn. So, haben wir die irgendwo zwischengelagert? Die haben wir da hinten zwischengelagert, gell? Oder war das Kohle? Hallo? Bleib ich hier im Fuß hängen, ist nicht zu fassen. So. Es wird bald aus sein, da werden wir hier wieder. Jetzt sind wir hier natürlich voll. So. Einmal. Und zweimal. Die Stahlrohre, okay. Ja, weiß ich nicht recht, ob sich die jetzt wirklich. Wir brauchen mehr von diesen Stahlträgern. Da haben wir jetzt 39. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel wir mit 39 Stahlträgern bauen können. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Stahlbeton, 9 Stück. Das heißt, wir haben dann am Schluss 29, wenn ich richtig geschaut habe.
somit wird das in der Folge wohl jetzt aktuell nichts mehr werden. Außerdem ist die Rakete eh noch 4 Minuten unterwegs. Das wird nicht mehr in die Folge reinpassen. Aber wir können hier Stahlträger selbst produzieren. Das ist ja cool. Da müsste man nicht auf die Produktion da hinten warten. Und könnten hier dann dementsprechend den Stahlbeton herstellen, also die Stahlbetonträger herstellen. So, 17, 16, 15, 14. So, hier können wir einige, hier geht es um einige schneller wie in der Konstruktorproduktion. Und ich würde sagen, wir lassen es und beenden die Folge hier und machen dann, wenn die Rakete zurück ist, in der nächsten Folge weiter und machen die Meilenstein MK2 weiter. Und ich sage danke fürs Zuschauen, bis dann, der Papi.